das jetzt schon aufgedeckt? Nein. Okay, das war aber schon. Gehen wir nochmal dahin. Gehen wir mal von Prosperity darunter. Ich glaube, das war nur ein Schatten, ne? So, das hier ist nämlich wirklich grau. Dahin. Ab sofort gibt's nur noch Kopfschütteln. Das ist die einzige Art, wie man diese Peggys aufhalten kann. Kopfschütteln, okay. Ich wusste zwar nicht, dass man Kopfschütteln als Waffe nutzen kann, aber okay. Nick hat da oben ganz schön was zu tun, ne? Halt durch, Kami! Ich sehe das Ziel vor mir. Führe Luftangriff durch! Hab das Ziel gesichtet. Ah Gott, viel Spaß. Mit Boomer los? Warum ist der da hinten? Ich sehe das Ziel vor mir. Da ist er, Herr. Nice Channel, keep going like your stream content ohne Skill, denn sie wusste nicht, was sie tut. I'm going to design amazing overlays and logos for your streaming. My Twitch profile. That's pretty nice of you. That's oh Gott. That's pretty nice. So, yes, sure, but it's, only for advertising your Twitch profile, or, do you mean it? Far Cry 5 is the best. I don't think so, because I like Far Cry 3 more. It's pretty good, but Far Cry 3 is way better. No? Hör mal auf damit. Oh. Ja, ist mir klar. Wow. Komme ich wieder nicht lang. Das gibt's doch nicht. Also. Aua. Aua. Au, au, au. Mhm.
Geh weg. Okay, pop. Whoops. Gehen wir mal dahin. Ich hoffe ja, dass ich das hier heute noch fertig kriege. Aber ich lasse mich gerade so viel ablenken durch Kartenaufdeckung. Da ist er doch. Was macht Nick denn da eigentlich? Ich verstehe es nicht. Einfach nur ein Wölkchen, okay. Ich weiß nicht, ob Madame da hätte spawnen sollen. Och, geht mir doch mit dem Vielfraß nicht so auf den Keks, bitte. So. Kommen wir hier einmal noch hin? Wenn ich die Grenze wenigstens schon mal fertig habe, weil da kommen wir so schnell mal nicht hin. Dann hast du, das ist schon mal die halbe Miete. Das ist wie beim Puzzle. Erstmal schön den Rand zusammen puzzeln und dann gib ihm. Glitsche ich hier gleich wieder? Oh Gott, ich glitsche. Nee, doch nicht. Ich habe halt keine Ahnung, wo Boomer schon wieder ist. Boomer ist einfach weg. Ich mag ja die Musik mit dem Banjo und so. Fuß verstaucht. Außerdem können wir da oben gleich das eine Lager machen. Das ist, glaube ich, ganz gut. Mit Lagern kann man relativ viele Punkte sammeln. Es ist sehr ruhig. Was ist da los? Ha. Achso, ich muss da, glaube ich, außen rumlaufen.
Ein Puma! Was macht der denn hier? Und verkleidet sich einfach als Wolf. Warum? Ich habe nie gesagt, dass ich schlau bin. Das habe ich nie behauptet. Dafür nehme ich jetzt kein Erste-Hilfe-Kit. Das kann man schön so verheilen. So, mal gucken. Die Frage ist, jetzt haben wir hier in der Mitte das alles. Wir gehen jetzt erstmal dahin. Ich kann das Ziel sehen. Dann kannst du nicht. Fuck, kannst du doch. Kann er ja doch. Oh, ein Schrein. Wow. Was ist denn los mit dir hier? Oh, muss ich das doch selber machen. Warum ist der Nick nicht da? Komm, dann nehmen wir ihn mit. Irgendwie funktioniert das nicht mehr, ich weiß es nicht. Thank you.
shit. Geht doch. Nice one, unentdeckt. Pretty cool. Falls du in der Nähe des Jessup-Anwesens bist, habe ich ein Problem, das du lösen könntest. Hast du schon mal von Feeny gehört? Er war Apotheker, aber jetzt arbeitet er für die Sekte und stellt das Bliss für sie her. Also, hier kommt mein Vorschlag. Wenn du die Blumenfelder abbrennst, wird Feeny sicher darauf aufmerksam. Und wenn er kommt... Naja, ich weiß, wie du arbeitest. Du wirst schon damit fertig. Feeny hat vielen Familien geschadet, Deputy. Damit darf er nicht mehr durchkommen. Aha. Die letzten Lieferungen müssen rein sein. Unser Bestes. Wie sind das, was... Hier erzählt man, Rachel Jessup hätte die Gewächshäuser schon vor einer Weile der Sekte überlassen. Sie hat Eden's Gate wohl nicht als das erkannt, was es ist. Oder vielleicht war es ihr auch einfach egal. Die Leute meinen, dort hätte die Sekte auch ausgetüftelt, wie man diese ganzen Blumen Bliss verwandelt. Die Angels, die Judges... Okay, wir brauchen erstmal eben eine neue Waffe. Und zwar brauchen wir einen Flammenwerfer. Zack. Oh Gott, Boomer, bist du da drin? Jemand verbrennt die Blitzfelder! Kämpft für den Vater! Hübsche Team, hört sich nach Ärger bei dir an. Sei vorsichtig und vergiss nicht, du musst diese Blitzfelder abbrennen. So rufst du Feeny auf den Plan. Aufgepasst, bin unterwegs! Ich muss erst mal gucken, wie ich da Wasser abstelle. Ah, shit, daneben. Ist das hier? Yep. Ja. Sie verbrennen die Felder! Haltet sie auf! Für den Vater! Der Hund sieht aus, als wären seine besten Tage schon vorbei. Was? Ich versuch's mal da drüben. Passt auf! Du musst nur sagen, wann! Dann legen wir die Peggys um! Warum tut das?
Drüben, passt auf mich auf! Das ist meine Chance. Wo ist das denn da? Zu weit vom Missionsziel? Verstanden. Hey. Bin ich jetzt doof? Klatsch nix. Verstehe ich zwar gerade nicht, aber... Alles klar, du schaffst das sowieso auch allein. Jetzt geht's wieder. Ich glaube, Nick schafft das nicht, ne? Der ist so langsam. Ah, doch. Hat daneben geschossen. Hier ist nochmal Klatsch-Nixen. Mit was? Oh no, kein Wasser.